Viel Applaus gab es für die Jungmeisterinnen und Jungmeister des Jahrgangs 2016, die in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle ihre Meisterbriefe entgegennehmen konnten. Über 1800 Gäste wurden durch Moderator Holger Wienpahl zur großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz begrüßt. Zusammen mit Familie und Freunden waren die Meister zu ihrem Ehrentag eingeladen, den Handwerkskammerpräsident Kurt Krautscheid in seiner Rede eröffnete. Er unterstrich die individuelle Spitzenleistung, die hinter jedem der 636 Meisterbriefe steht. Selbst Handwerksmeister ging er auch auf die Möglichkeiten und Perspektiven ein, die sich für die jüngste Meistergeneration ergeben. Die Übernahme oder Gründung von Betrieben zähle ebenso dazu wie ein Studium oder die Karriere als angestellter Meister. Mit sehr persönlichen Worten ging Krautscheid auf die 636 Erfolgsgeschichten ein, die sich mit dem Meisterbrief verbinden, geschrieben durch einen 20-Jährigen als Jüngsten und durch eine 60-Jährige als älteste Jungmeisterin. Das Beste aller Prüfungsergebnisse erzielte Dachdeckermeister Dominik Günther Gärtner aus dem bayerischen Dillingen. Als Handwerkskollege freute sich Kurt Krautscheid über dieses Spitzenergebnis eines Dachdeckers, auch wenn dieser Titel nach Bayern ging. Gerade heute die Feier, wer dabei war, wird bestätigen können, die jungen Menschen, die wir heute hier hatten unter den Meisterprüflingen, erst recht die, die als Beste geehrt worden sind, sind ja eigentlich die besten Botschafter für unser Handwerk. Egal mit wem in den Filmen zu sehen war oder die auf der Bühne im Interview waren, ganz tolle, taffe junge Leute, die wirklich die besten Werbebotschafter für uns sind. Wenn wir solche Leute in ihre Heimat zurückschicken, selbst wenn sie aus Bayern kommen, muss man sagen, werden die beste Werbung fürs Handwerk machen. Der Meisterbrief als Werbebotschaft des Handwerks. Das griff auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Festrednerin auf und lobte das Handwerk als tragende Säule des rheinland-pfälzischen Mittelstandes. Das Handwerk bildet aus, bringt Innovationen hervor und ist das bodenständige Rückgrat der Wirtschaft, so die Ministerpräsidentin. Es war eine wunderbare Feier. Wieder so viele Jungmeister, Jungmeisterinnen, das kann uns alles sehr stolz machen. Das Handwerk ist das Rückgrat unseres Mittelstandes und ich freue mich über alle jungen Menschen, die sich wirklich auf diesen doch auch beschwerlichen Weg machen, vom Gesellen zum Meister zu werden. Aber man hat auch wieder gespürt, die Menschen haben auch total viel Spaß dabei, weil wir einfach klasse Ausbilder haben, eine tolle Kammer haben, die gut aufgestellt ist. Es war sehr schön heute. Die Ministerpräsidentin brachte gute Nachrichten der Landesregierung zur Unterstützung der Meisterausbildung und finanziellen Förderung bei Übernahmen oder Gründungen mit. Und zwar ist immer ein großes Anliegen, deutlich zu machen, dass für uns die akademische Ausbildung und die duale Ausbildung gleichwertig sind. Und da in Rheinland-Pfalz ja die Bildung gebührenfrei ist von der Kita bis zur Hochschule, haben wir gesagt, wir müssen auch beim Meister nochmal einen besonderen Akzent setzen. Der Wirtschaftsminister hat jetzt den Meisterbonus entwickelt. Sowohl diejenigen, die Meisterausbildung machen, bekommen eine Unterstützung, als auch diejenigen, die sich dann selbstständig machen. Ihre Wertschätzung für das Meisterhandwerk drückte Malu Dreyer auch auf der Bühne aus und überreichte zusammen mit Kurt Krautscheid persönlich die Meisterbriefe an die 21 Besten ihres Gewerks, von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. Für den Jahrgangsbesten, Dominik Günther Gärtner, gab es gleich zwei Meisterbriefe, denn nicht nur im Dachdeckerhandwerk hatte er als bester Meister Ehren erreicht, sondern auch als Klempner. Zwischen beiden Meisterprüfungen freute sich der 26-jährige Bayer über die Geburt seiner Tochter. Mit 122 Meisterbriefen in Frauenhand erreicht der aktuelle Jahrgang Rekordniveau bei der Zahl der Handwerksmeisterinnen unter allen Absolventen. Gut ein Viertel aller 636 Meister ist bereits selbstständig. 63% können sich eine Betriebsübernahme oder Gründung vorstellen. Die Bedeutung des Meisterbriefes für Ausbildung und Gesamtwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene wurde durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer durch ein deutliches Bekenntnis untermauert, die Überlegungen der EU zur Schwächung des Meisterbriefes eine Absage erteilte. Wir haben versprochen, weil wir einfach hinter dem Meister stehen, dass wir immer dann, wenn Gefahr droht, in Anführungszeichen, dass wir aktiv werden. Das haben wir jetzt auch im Bundesrat gemacht. Auch der Deutsche Bundestag hat das gemacht. Und insofern werden wir immer bei der EU einfach vor Ort sein und da sein und deutlich machen, wir wollen, dass der Meister erhalten bleibt, auch unsere duale Ausbildung erhalten bleibt. Ich glaube, dass wir das auch sehr deutlich gemacht haben. Also alle sollten erstmal wirklich sehr beruhigt sein, aber sie können sich auch auf die rheinland-pfälzische Landesregierung verlassen.
von der Vertrauer wissen wir schon sehr lange, dass sie zum Handwerk steht. Und heute in der Rede konnten wir auch zuhören, dass sie keine politische Rede hat, sondern einfach eine Pro-Handwerks-Rede. Sie hat sich, glaube ich, sehr aufrichtig für die jungen Menschen gefreut, die jetzt eine Meisterprüfung bestanden haben. Und man konnte auch merken an den Wünschen für den weiteren Lebensweg, dass sie dem Handwerk sehr verbunden ist. Und ich glaube auch, dass sie sehr authentisch rüberbringt, dass es jetzt einen Meisterbonus gibt, 1 und 2, und man damit wirklich erreichen will. Und das ist kein Lippenbekenntnis, sondern wirklich erreichen will, dass Meisterprüfung und auch Studium, Bachelor und Meister auf einer Ebene ist. Wir brauchen nicht nur Master, sondern auch Meister, ist tatsächlich so. Dem feierlichen Teil im Saal schloss sich dann das gemeinsame Miteinander im Foyer an. Gut gelaunt und ausgelassen, denn es gab mindestens 636 gute Gründe zum Feiern. Eine Frage galt es am Ende dann noch zu klären. Was wird eigentlich auf der Bühne in kleiner Runde besprochen, wenn die Jahrgangsbesten bei Smalltalk ihre Meisterbriefe entgegennehmen? In kurzen Worten immer halt eben erst, wo sie herkommen. Und wenn die Frau Ministerpräsidentin dann merkt, dass sie auch aus ihrem persönlichen Umfeld in der Nähe sind und je nachdem, welcher Berufszweig ist, wozu sie was weiß, ist es immer ein sehr herzliches Gespräch. Eigentlich merkt man schon dann auch dieses Entspanntsein bei den jungen Leuten, die den Meisterbrief haben. Und man merkt der Frau Ministerpräsidentin dann sehr, sehr wohl an, dass sie gerne bei uns im Haus ist. Ja. Mehr Informationen zur Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de.